Sind ihr bereit zur fünften Jahreszeit? Ob Sonne, Schnee oder auch Regen, Fasnacht ist ein wahrer Segen. Denn jeder darf ein anderer sein. Der eine gross, der andere klein. Der eine laut, der andere leis. Mit oder auch ohne Meisen, total egal. Es gibt kein Mass. Es geht einfach nur an der Fasnacht Spass. Mit der Nummer 1 begrüßen wir die Schlossrucker Altishofen. Unter dem Tambourmajor von Flavio Büttler. Mit dem Sujet Klapphansa. An der Stelle von der Lufthansa sind wir die Klapphansa. Altishofen ist nur noch auf dem Luftweg erreichbar. Jetzt musst du nicht mehr auf Zürich fahren. Nein, das kannst du dir jetzt wirklich sparen. Schlossis haben eine neue Airline gegründet. Lufthansa, wie sie heissen, haben sie uns verkündet. Sie sind heute in Altishofen am Landen und die das Dorf in einen Hexenkessel verwandeln. Im Anzug ist schon der kleine Höhepunkt von dem heutigen Tag. Pfeifferzunft Altishofen mit der Zunftmeisterfamilie und dem Schloss, der Schlosswacht. Das Sujet ist Geigle unter dem Konfettiregen. Zunftmeisterin Andreas Zalay mit ihrem Mann Josef und den Kindern Michael und Lorena schmücken den Wagen. Die Andrea ist eine würdige Zunftmeisterin, denn sie trägt sehr viel zur einheimischen Fasnacht bei. Als örtliche Zunftmeisterin und aktives Mitglied der Theatergesellschaft zieht sie klein und gross unter ihren Konfettiregen. Der Zunftmeisterin folgt Muckifackiturnen Altishofen. Kleine und grosse Geigali unter dem Konfettischirm. Ich zitiere aus der Fasnachtszeitung. Willst du über Zunftmeisterin schreiben, dann könnte ich das in Wahnsinn treiben. Als Versli-Schmied fährst du fast an Spinnen. An uns vorbeipilgert sind die Wiggelöpflotscherei der Wicke. Sie haben das Sujet Russland, Reich der Zaren. Die Wiggelöpflotscher wagen eine Reise ins Reich der Zaren. Ihr klatscht und jubiliert in Jahren. A
Als nächstes begrüßen wir die Rüdig Pfeiffer Zunft von Altishofen. Mit dem Weibel und Narrenpaar sowie der Ehrenmitglieder von der Pfeiffer Zunft Altishofen. Das Weibelpaar René und Barbara Wey, das letztes Jahr Zunftmeister war, sowie das Narrenpaar Alois und Irene Fischer. Sie werden begleitet von den Ehrenmitgliedern von unserer Zunft. Danke, ja, Zucker brauche ich kennen. Danke, reiner Weg. Danke. Danke. Danke, vielmals. Blechschwänzer Pfaffnau mit dem Tambourmajor Schweizer Dominik. Mit dem Sujet selbst gebrannt. Schön braunend in der Sonne oder eben mit einem klaren Wässerli. Unsere Zunftmeisterin ist keine Biederi. Nein, nein, sie ist gelehrte Schneiderin. Aber mit dem Müs ist das scheint so eine Sache. Erscheinet es Nacht, ist dann schnell ganz dorfach. Damen und Mädchen riegen Altishofen. Tapfere Schneiderin. Sie tun das gelehrte Handwerk für unsere Zunftmeisterin darstellen. Mit dem Luzernermarsch. Das Die aktiven Fasnächtler Altishofen. Mit dem Sujet nicht verschwenden, wiederverwenden. Sumpfmeisterin wünscht sich ein Konfettiregen. Das ist für uns ein grosser Segen.
Unsere Firma ist spezialisiert. Jedes Konfetti wird rezykliert. Noch Farbe trennt und sauber geputzt, wird jedes Fetzali wieder genutzt. Wir könnt ihr Konfetti übermütig verschwenden. Wir tun sie ökologisch wiederverwenden. Und ab jetzt der Andrea als WC-Papier spenden. Bärenbeisser Dammerselle. Dünn jubilieren und Altishofen tut gratulieren. Glänzig, schränzig, plötzlich 25. Zumpf Dammerselle, als Vegas Baby beweg was. Der Zumpfmeister Aktiva der Erste ist sehr sportlich. Das Zumpfmeisterpaar Sammy und Rosemarie Affentranger sind ein würdevolles Paar. Es tut das heurige Fasnachtsjahr führen. Ihre erwachsenen Kinder, der Sohn Christoph ist Stammbauer, Major von der Guckenmusik Hepperenschweller. Tochter Nadia ist auch mit dabei. Tochter Marlene, das ist ihre grosse Stolz. Das Sumpfmeisterpaar führt auch nebenbei noch die Druckerei Printex AG in Dammerselle. Mit der Nummer 12 haben wir Tänzischränzer Hergiswil. Mit dem Tambourmajor Philipp Alwisser. Sie haben das Sujet Römer Haufen, Saufen, Laufen. Die alten Römer sind bekannt als grosse Haufen. Lehren musst du auch nicht im Saufen. Auf ihren Kriegszügen sind sie viel gelaufen. Kein Wunder, sind die immer besoffen. Es ist halt manchmal so eine Sache mit dem Zügeln. Es geht halt manchmal ein bisschen länger, wie er einmal gemeint hat. Aber jetzt ist Nummer 14 da, die wilde Gruppe von Ebike. Mit dem Sujet Zügelte. Sie haben das 5-Jahr-Jubiläum. Die Wilden von Ebike haben genug vom Bögeln. Darum tun sie auf Altishofen zügeln. 5 Jahre sind sie dabei, das geht es fest. Darum gehen wir hin, nicht gleich ins Nest. Thank you.
Dürbeler Zunft aufficken. Mit Frauenpower ist der Jubiläum. Man sieht es an den schönen Puppen, die sie montiert haben. Zunftmeisterin Koninek mit ihrem Mann Marco ist die erste Frau an der Spitze der Dürbeler Zunft. Die Zunft feiert das 40-jährige Jubiläum heuer. Begleitet wird das Zunftmeisterpaar Kurt und Monika Arnold und der Ottmar und Brigitte Fellmann sowie der Präsident Josef Meyer. Schwänzer Box Uwiche mit dem Meier Philipp als Tambourmajor. Ritter kommen zu marschieren, wir dürfen nicht plagieren, aber das Publikum tut applaudieren. 30 Jahre Hümtal Schwänzer Box Uwiche, Triple X. Die zünftigen Fasnächtler Altishofen sind nicht immer hinter dem Ofen. Sie gehen lieber schwafen und feiern die Fasnacht bis schwer in oben. Sie sind modisch unterwegs, die zünftigen Fasnächtler dieses Jahr. Inspiriert durch den Karl Lagerfeld, der bekannte Modezart. Ihrer Runde fehlt nur das Andrea, wo heuer als Zunftmeisterin auf dem Wagen ist. Aber für sie legen sie den roten Teppich aus. Ein Applaus für unsere zünftigen Fasnächtler!
Wurfduper, Knut und Terret. Und Schwarzer Könne mit dem Sujet Alarmstufe von Orange.